Ja, das temperaturmäßig gerade draußen ein bisschen anzieht, dachte ich, ich bringe ein bisschen Wärme hier rein mit einem Text über warme Gefilde, über Saunen. Ich gehe nämlich sehr gern in die Sauna. Da trifft man immer lustige Menschen. Ich war vor 2 Monaten in einer Sauna und da sagte während eines Aufgusses eine ungefähr 65 Jahre alte Dame zu ihren 4 Freundinnen: Kennt ihr den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Intimspray? Das Schlechte brennt im Mund. Ja, solche Menschen sind in Saunen. Ich fühle mich da sehr wohl. Und darum geht auch der folgende Text, allerdings nicht um diese Dame. Im Gegenteil, es geht um eine Verarbeitung eines Erlebnisses, als ich in eine Herrensauna gespült wurde. Das soll das irgendwie verarbeiten. An der Kasse warte ich, bis die Herren vor mir ihre 9,50 € genau auf den Tresen zählen und werde dann überaus freundlich begrüßt. Wollen Sie etwas? Ja, in die Sauna gerne, antworte ich. Aber heute ist Herrensauna. Ich schaue sie etwas verstört an. Na gut, 13 Euro. Haben Sie vielleicht auch Studentenermäßigung, frage ich. Nein, Studenten wollen wir hier nicht. Wir haben Seniorenermäßigung. 13 Euro. Ich stelle vorerst keine weiteren Fragen, bezahle und gehe rein. Dass ich hier der ungewollte Eindringling bin, habe ich schon verstanden. Das ganze Ausmaß wird mir aber erst klar, als ich badebemantelt in den Saunabereich komme. Erst denke ich kurz, die anderen circa 20 Männer hätten auch einen Bademantel an. So eine Deluxe-Ausführung aus Fell. Ist aber nicht so. Bin der Einzige hier, der noch seine natürliche Haarfarbe und den Eintritt nicht beim Apothekenumschau-Kreuzworträtsel gewonnen hat. Für den Beginn gehe ich in die Blockhütte nach draußen. Zuerst habe ich sie ganz für mich allein, doch dann kommen einige Männer und versuchen, die oberste der 3 Liege- und Sitzetagen zu erklimmen. Sie ächzen und stöhnen. Einer schafft es sogar bis ganz nach oben. Zur Belohnung gibt es eine Ladung Asthma-Spray. Überhaupt sollten mich an diesem Tag diverse alte Männergeräusche begleiten, doch dazu später mehr. Der Mann neben mir hat am Unterarm eine alte Tätowierung. Ich lese Arthrose feige. 12 Minuten lang überlege ich mir, was das bedeuten soll. Als er nach abgelaufener Sanduhr aufsteht, spannt sich die Haut und die in Falten verschwundenen Buchstaben kommen zum Vorschein. Da steht: Matrose für die Ewigkeit. Nach einer Abkühlung suche ich den Ruheraum. Ich lege mich auf einen freien Liegestuhl und kippe ihn nach hinten, so dass die Beine höher als der Kopf liegen. Neben mir macht einer alte Männergeräusche. Erst jetzt bemerke ich, dass er scheinbar nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Stuhl kommt. Ich helfe ihm hoch. Er sagt, dass es schön sei, dass es noch Zivis gibt. Oh, danke. Zufrieden stelle ich fest, dass ich hier drin zumindest schon mal einen Homie habe. It's all about connections, sagt er. Und macht so. Da das scheinbar für eine jugendliche Geste hält, will ich auch einen Schritt auf ihn zumachen und mache. Ich schließe mich ihm an und trotte zum Aufguss. Die bereits sitzenden Herren schauen mich argwöhnisch an. Ich könnte schwören, dass sie schon die heißen Steine ins Handtuch gewickelt haben, um mich hart zu verprügeln. Als ich schon umdrehen möchte, sagt mein neuer Freund: Ey, er ist cool. Die Insassen beruhigen sich und holen wieder Kräuterschnaps und Zigaretten hinter ihren Rücken vor. Die einzige Frau der gesamten Anlage kommt rein. Es ist die Aufgussmeisterin. Sie sagt: Hallo, heute habe ich Lang Lang dabei, einen chinesischen Heilkräuterduft. Ah, da mach ich lieber kurz kurz, da komme ich auch schnell wieder zu meinem Bier. Knaller. Es gibt immer einen so einen Typen in der Sauna. Kennt das ihr? Egal. Meistens erzählt er auch sehr anzügliche Witze. Ich erzähle jetzt keinen. Nachher im Vertrauen gerne. Es wird ungewöhnlich viel während des Aufgusses geredet, hauptsächlich über Tod. 2 Leute seien der Saunameisterin hier drin schon mal gestorben. Das war wirklich so. Weiß nicht, ob ich das wissen wollte. Der Mann, dessen Zivi ich bin, will die junge Frau ärgern und täuscht eine Herzattacke vor. Sie lacht.
Scheint ein Running Gag zu sein. Ich schaue sie böse an und sage, ey, er ist cool. Er fragt, ob sie keine Angst habe, dass hier drin einer tot umfällt. Sie verneint. Er antwortet, und das ist ein Originalzitat, ich weiß, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Du bist eine Draufgängerin. Für dieses Wortspiel mache ich so. Sonst hat es niemand verstanden. Sie fragt, ob er nicht mal wieder zum Friseur wolle. Seine Haare seien doch sonst nicht so lang. Er sagt, dass er sich mit dem Geld 4 Flaschen Wein kaufen könne und das deshalb nicht einsehe. Dir würde ein Stufenschnitt gut stehen, so wie ich einen habe, meldet sich ein Herr mit Glatze auf dem Oberkopf und lichtem Haarkranz an den Seiten. Es geht sehr spaßig zu. Langsam freunde ich mich mit den Herren an und als sich der Tag dem Ende neigt, laden sie mich zu ihrer Kanasterrunde ein. Ich nehme dankend an und helfe meinem Homie in die Strümpfe. Auf dem Nachhauseweg gibt er mir etwas von seinem medizinischen Gras ab und ich freue mich, nochmal Zivi sein zu dürfen. Vielen Dank.